Willkommen zurück im Saal 1 hier, von wo aus auch der Livestream nach draußen geht, auf nachtkritik.de und böll.de. Mein Name ist Christian Rakow von nachtkritik.de. Ich freue mich sehr, jetzt an dem Thema weiterzuarbeiten, das eben mit Angela Richter schon angerissen wurde, nämlich die Bewegung des Theaters hin in Richtung eines Datentheaters. Wir haben den Vortrag, der gleich folgt, genannt vom Theater der Repräsentation zum Datentheater. Er wird auf Englisch und auf Deutsch sein. Ich begrüße Christiane Kühl und Chris Kondek zu dem Vortrag. Die beiden arbeiten seit 2004 gemeinsam im Theater, kommen zueinander aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Chris Kondek, geboren in Boston, hat seit den späten 1980er Jahren als Videokünstler gearbeitet für Gruppen wie Wooster Group, arbeitet regelmäßig mit Stefan Pucher, mit Sebastian Baumgarten, mit Rimini-Protokollen. Die illustre Liste könnte ich jetzt endlos fortsetzen. Christiane Kühl ist eigentlich eine Kollegin von Hause aus, Journalistin, Theaterkritikerin. Sie hat bei der Taz gearbeitet, beim RBB, Deutschlandradio. Sie hat das theoretische Programm des Steirischen Herbstes kuratiert, das vielleicht nur als Wegmarken. Die beiden zusammen arbeiten zu Themen der Systematik der Ökonomie. Sie arbeiten zu Big Data-Themen. Sie waren zu den letzten beiden Ausgaben von Politik im freien Theater eingeladen. 2011 in Dresden haben sie mit Money It Came From Outer Space den Preis des Goethe-Instituts gewonnen. Anonymous P, eine Arbeit, um die es wahrscheinlich auch hier gehen wird, gleich im Vortrag, ist in Freiburg 2014 zu sehen gewesen. Ich freue mich auf den Vortrag. Ich bin gespannt. Wir werden hoffentlich Fragen haben am Schluss. Dann greife ich wieder zum Mikro und gebe auch gerne in die Runde. Chris Kondek, Christiane Kühl, willkommen. I'm gonna go up there. Hello, hello. Okay. When they asked us to sort of do this, came the request that I would show a little bit of video, like my personal little history of working in video before we get to our work, and I'm going to do that very quickly and try and wrap it into what we're going to talk about later. I started making video for the Wooster Group in something like 1990, and there's a couple of things that happened then that I think maybe are kind of interesting to show, or at least to show what I think is interesting in working with video, and it will feed into our pieces, I think. So this here is the Brazeroff House. Brace up. A big living room separated by it's columns a of the from a dining Festa, room in the rear. Three sisters. It's new. And I'm just going to say very quickly is that the actress that you're going to see in here in the dining room, the table is being set for lunch. And behind Olga, her there the oldest of is three me. Sisters, remembers her father's death. Can't really death. See so much, but this is, I think, 1991. It was a year ago today that our father died, May 5th, on Irina's birthday. And Peyton Smith as Olga. The things that are sort of... What was the weather like? It was very cold and then it started to snow. I never thought we'd live through it. What about your sister, Irina? She fainted and she was lying there as if she were dead too. But now it's a year later and it doesn't bother us. The thing, a lot of these things are probably simple and normal now, but What I find interesting then is just this fact that the character Olga, who's on television, all that was kind of produced live, that the video had a kind of performance function right away, as opposed to kind of just showing something. And the other thing I think it's interesting to say is that it only happened because around that same time, 1990, 91, the technology became available, so it was actually possible to do that. So 5 years earlier or 3 years earlier, it would have cost $10,000 to do the simple crossfade that I did there. So this idea of making a character live sort of fed into what we're maybe going to talk about later. I'm going to show another piece here from another New York company called the Builders Association. This is a little later, 1995 maybe. And what's going on here... Of course, you know, it's VHS tape, so it's long ago, it doesn't look so good. There's a guy here, a little camera here. There's a projector under here that's hitting this mirror that's reflecting back here, okay? And this was a story of a sailor who went on an around-the-world boat trip and was asked to film himself and make a documentary of it. And so it was a story basically of a guy trying to... let's say, create his own documentary
And the thing is that he was on this around the world boat race, but his boat didn't work. And so instead of actually going around the world, he just hung out in the Atlantic. Eventually, the people who were winning the race dropped out, and it turned out that he was going to win, and he knew that he would be found out, and so he sort of jumped overboard. But I just want to show a little of that. Good morning. Maybe with a hat. Good morning. No hat. And so this is sort of him doing a kind of live rear projection setup. Good morning. I've been at sea for 3 days, more or less. I'd like to begin by thanking Channel 8 for their support, their interest in me. I would also like to add that by the time anybody gets to view these tapes, I may very well have won the Sunday Times race, so you'll be listening to me with a certain heightened interest. Of course, if something were to happen, I don't really want to think about that, but then, of course, you'll be listening to me in a completely different, graver frame of mind. I know that. I'm completely aware of this possibility. The wind's picking up. Prelude to the 40s, no doubt. Reminds me of that poem. How does that go? And then the storm blast came, and he was tyrannous and strong, and... Oh, I forget. Something. The ship drove fast, loud roared the blast, and southward aye we fled. This should be, like, the big waves. Do you have, like, a stormy sea you could put up there? Dramatic water, that's it. So you sort of see what's going on there. It was this kind of him producing his own kind of situation live. Then when I came here, I started to work in Stadttheater, and it was not so possible to work this kind of stuff. It takes a long time to rehearse, and somebody has to actually want to do it, which never seemed to be the case. But I did make one thing for Stefan Pucher, which also has to do with water and also has to do with an idea of producing your own kind of reality, was for Der Sturm. And I just show this quickly. Where is it? Ein Sturm! Gott hilf uns! Ein neuer Sturm! Gott hilf uns! Ein neuer Sturm! Hussa, Kinder! Mutter, Kinder! Schnell! Lass nur Sturm, bis dir die Luft ausgeht! Pack zu! Tisch dich! Tisch dich! Oder wir stranden! Habt ihr Lust, unterzugehen? Aus dem Weg! Was ist das hier? Sollen wir es aufgeben? Und ersaufen? Wir scheitern!
der Wille des Himmels geschehe. Aber ich würde lieber eines trockenen Todes sterben. Wir ertrinken. Wir ertrinken. Okay, so those were just a couple of things that also have very clearly to do with this idea of making the kind of theater illusion really clear also on stage. Ist das Mikro an? Ja. Im Wesentlichen zwei Arbeiten vorstellen, die wir zusammen gemacht haben, und zwar die letzten beiden. Christian hat schon gesagt, wir arbeiten seit 2004 zusammen. Ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht 8 Sachen gemacht. Also wir arbeiten sehr unregelmäßig oder sehr selten zusammen. Man kann aber, wie uns vielleicht auch erst im Rückblick richtig klar geworden ist, auch sagen, dass es uns immer wieder um das Sichtbarmachen von Herstellungsprozessen auf der Bühne geht, von Strukturen und Infrastrukturen. Aber jetzt nicht wie Sachen, die wir gerade gesehen haben. Es geht uns nicht um die Aufdeckung von Theaterillusionen. Das wird ja sowieso viel gemacht seit Jahren, sondern eigentlich geht es uns mehr um die Offenlegung von jenen Prozessen und Strukturen, die unsere Lebenswelt jenseits des Theaters bestimmen, also die politische, ökonomische und gesellschaftliche Realität. Und wir probieren diese Strukturen, die natürlich heute größtenteils digitale Architekturen sind und vor allen Dingen unsichtbar, auf der Bühne sichtbar zu machen und im besten Fall erfahrbar zu machen. Indem wir versuchen, nicht nur über Themen zu sprechen, was wir auch gerne tun, wer unsere Arbeiten kennt, weiß, wir reden gerne oder dozieren fast gern, aber vor allen Dingen geht es darum, Situationen zu schaffen, in die man sich aktiv mit dem Zuschauer gemeinsam hinein begibt und sich in Vorgänge einklingt. Also wir probieren nicht auf der Bühne etwas zu spiegeln oder nachzubauen, was in der richtigen oder was in der Welt jenseits des Theaters passiert, sondern sozusagen eher groß die Fenster aufzumachen und das erfahrbar zu machen, was im gesamten Raum permanent passiert. In unserem ersten Stück beispielsweise Dead Cat Bounce, wo Chris, glaube ich, jetzt ein paar Bilder zeigt, aber wir wollen da gar nicht. Okay, can I get this? This is my screen, we see up there? Also, dazu kurz, es war das erste Stück 2004, da haben wir eine Börsenperformance. Wir haben damals, oder so nennen wir das, die Abendkasse genommen, die jeweilige Abendkasse, und über ein Online-Trading-Konto live an der Wall Street investiert. Und dann 90 Minuten lang gemeinsam mit dem Publikum, dessen Geld es ja war, gehandelt. Also Entscheidungen getroffen, was gekauft wird, was nicht gekauft wird. Und auch Online-Recherchen gemacht, um was für Firmen es geht. Wobei jeder, der mal so schnelles Trading gemacht hat, weiß, dass es komplett egal ist, was man da kauft oder nicht kauft. Man will Gewinn machen. Und in dem Sinne, was daran anschließt, war das eben auch kein Stück über die Börse, sondern ein Stück an der Börse. Weil wir richtig gehandelt haben und die Börse natürlich schon lange kein körperlicher Ort ist. Gibt es körperliche Orte? Also die Börse ist kein Ort mehr, sondern findet entkörperlich in Kabeln statt. Und deswegen war das sozusagen, das war die echte Börse da an der Wall Street. Anyone who's part of the market is the market. Ja. Das war vor der Krise. Also ich glaube, 2004 haben sich wirklich nicht viele Leute mit der Börse beschäftigt und auch die Idee, dass man tatsächlich, Hauptsache du hast einen Laptop und einen Internetanschluss, handeln kannst an der Wall Street, war da noch relativ unbekannt. Der Ort, wo das Börsendrama stattfindet, ist der eigene Körper. Also wenn ich sage, die Börse hat keinen Ort mehr, aber es gibt einen Ort, wo dieses Drama stattfindet und das ist der Körper in dem Moment, wo man handelt. Und ich glaube, das ist auch was das Stück gut transportiert hat, weil wir natürlich auch ein tendenziell eher linkes kapitalismuskritisches Publikum in unsere Stücke kommt. Dadurch, dass aber das eigene Geld investiert ist und man sieht irgendwie, oh, wenn wir jetzt das kaufen, wird es mehr, waren die Leute sehr schnell, also wir haben es ja im Probenprozess auch gemerkt, ja, geflippt. Also es macht einen Unterschied, ob du schimpfst über die bösen Börsianer oder denkst, hey, weil wir gesagt haben, wenn wir Geld verdienen, geben wir es aus. Es waren natürlich nur Pfennigbeträge, aber das hat irgendwie, es hat sozusagen einen spüren lassen, dass die Börse ein addictive macht. Wie heißt das, dass sie einen, dass man da sehr reinrutschen kann, ja, und süchtig werden kann. And I just want to
One thing on top of that, then here we started to use like a slightly different way to deal with the video. This is basically now the video is no longer a kind of person that we're kind of to show, but it's actually giving us on stage information that we needed to do the show. I mean, the show was filled with charts of the stock market, what was going up, what was going down, and yeah, I just want to point that out, that that's one other way that, that now, and we often do much more with video that way, that it's presenting data that we need to make the show happen. Und ein sozusagen nochmal Fenster öffnen zur richtigen Welt. Wir haben das Stück immer um jetzt hier in Europa um 20.30 Uhr angefangen und bis 22 Uhr gespielt. Das ist 16 Uhr New York, wenn die Börse schließt. Das heißt, wir mussten auch wirklich immer nach exakt 90 Minuten aufhören und haben dann ein CNN auf die Bühne, also ein Fernseher auf die Bühne gerollt und CNN gespielt, was jeden Tag um 16 Uhr europäischer Zeit The Closing Bell of der Wall Street überträgt. Und dann gibt es immer noch so ein Wrap-up des Börsentages. Und das war super interessant. A, dass es damals echt schwierig war, in Theatern Fernseher auf die Bühne zu kriegen, die tatsächlich einen Empfang haben. Also ich meine, die ganze Infrastruktur, auch die Kabel waren damals nicht einfach, Wireless gab es nicht, sozusagen. Aber was auch interessant war, wenn die Börsianer geredet haben über das, was am Tag am Markt passiert ist, hat das natürlich sehr viel mit unserem Stück zu tun gehabt. Weil wir immer uns natürlich um Aktien gekümmert haben, die an dem Tag in Bewegung sind. Und wir manchmal gefragt wurden von Zuschauern, wie wir die dazu gebracht haben bei CNN. Natürlich haben die nicht gedacht, dass es live ist, aber als hätten wir Leute gewonnen, die für uns was faken. So, also die Vorstellung, dass das, wie nah diese Dinge beieinander sein können, war irgendwie noch schwer. Jetzt würden wir gerne über über neueres Stück sprechen, was wir, naja gut, 2000, also 10 Jahre später gemacht haben, Anonymous P. Das wir auch mit kurzen Videoausschnitten diesmal mit Ton vorstellen. Da haben wir wieder versucht, eine Situation zu schaffen, die unsichtbare digitale Architektur, in diesem Fall die Überwachungsarchitekturen, am eigenen Körper spürbar macht. Das Stück war eine Auftragsarbeit für die Zürcher Festspiele, die das Thema Prometheus hatten. Und der Auftrag kam im Sommer 2013, das war genau als Snowden die Überwachungspraktiken der NSA offengelegt hat. Und Sie erinnern sich, Prometheus ist der Titan, der den Göttern das Feuer stiehlt, um es den Menschen zu geben, damit die sich von den Göttern befreien können. Und das passt irgendwie wie die Faust aufs Auge. Man hätte jetzt leicht ein Stück machen, oder das heißt leicht, man hätte ein Stück machen können, und darüber haben wir auch nachgedacht, sozusagen über Snowden als Lichtbringer, der aber jetzt in der Verbannung sitzt. Ja, weil die Götter ihn natürlich verstoßen. Und lustigerweise saß er auch noch im Kaukasus wie der echte Prometheus, weil er damals im Transitraum des Moskauer Flughafens saß. Aber dann haben wir gedacht, eigentlich ist es für uns interessanter zu überlegen, was wäre eine Technik, die den Menschen heute helfen würde, sich zu befreien oder von den Göttern unabhängig zu machen. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich genau das Gegenteil von Licht, das ist die Dunkelheit. Es ist die Anonymität, es ist dieses nicht auslesbar zu sein, nicht trackbar zu sein. Und deswegen haben wir sozusagen, unser Prometheus hat den Slogan, erstens heißt er Anonymous P und nicht Prometheus, und der Slogan ist sozusagen, Dunkelheit ist das neue Licht. Ja. Und allerdings war es so, dass wir den Auftrag im Sommer 2013 bekommen haben und wussten, das Stück wird im Sommer 2014 auf die Bühne kommen, und natürlich wussten zu dem Zeitpunkt schon, eigentlich wussten wirklich alle über die Überwachungspraxen, also mussten wir überlegen, wie kann man das nochmal anders im Bühnenraum verhandeln, sodass es auch ankommt, oder so hatten wir es empfunden. Ja, alle wissen es und niemand ändert sich. Also sozusagen, wie macht man auch hier wieder die Sache erfahrbar im eigenen Körper und macht das einen Unterschied? Und dafür haben wir uns entschlossen, mit zwei Hackern zusammenzuarbeiten auf der Bühne und das Stück auf 3 Ebenen konzipiert, die ich jetzt gern vorstellen würde. Und zwar als erstes sozusagen auf einer, also sozusagen 3 unabhängige Ebenen, die parallel laufen. Die erste ist eine Spielebene. Haben wir jetzt das Check-in? Kannst du da? Das sind, ja. Das heißt, das Publikum ist gekommen und hat erstmal im Foyer eingecheckt in unser Netzwerk an einem dieser Computer-Terminals, indem sie, beziehungsweise eingecheckt in unser WLAN, und dann haben sie an einem Computer-Terminal einen QR-Code abgescannt. Und diesen Code mit einem Spielnamen drauf, daraufhin auf einen Sticker bekommen, den sie sich angeklebt haben. Und danach sind sie in den Raum reingegangen
der, wie man sehen wird, eigentlich eine offene Installation war. Also es gab keinen Zuschauerraum. Es gab so verteilte Bühnen im Raum. In der Mitte saßen die Hacker. Da können Sie sehen, dass zum Beispiel beim Einchecken gleich, was die Leute nicht gemerkt haben, aber ein Foto von ihnen gemacht wurde, was auf diesem Monitor erschien. Aber als die Leute den Raum betreten haben, waren sie, glaube ich, erstmal, haben sich überall bewegt und haben das gar nicht so gesehen. See there, those are photos that were taken of the audience as they came in. Whenever they checked in, a little, the camera would take a photograph of them, and then throughout the show we would be connecting that photo to the game name, to the IP address of the phone. Das heißt, die Leute hatten einen QR-Code aufgeklebt und wurden permanent aufgefordert, sich gegenseitig zu scannen. Und immer wenn man jemand anders gescannt hat, hat man drei Fragen über diese Person gestellt bekommen. Mit einem Zufallsgenerator wurden die geändert und danach sozusagen ist man erst im, hat man was anderes gesehen. Die Leute haben das erstaunlich gut angenommen. Es gab allerdings auch Punkte, man konnte Kunden sammeln und Freibier bekommen. Insofern wurde es besonders gut angenommen. Wir hatten oft Schwierigkeiten, die Show zu starten, weil die Leute so damit beschäftigt waren. Man konnte hinterher auch sehen, also zwischendurch immer, was andere gerade über einen sagen. Das heißt, die Menschen haben sich gegenseitig in dem Fall Profile erstellt, indem sie diese Fragen beantwortet haben. Und vielleicht, ja genau, gehen wir zum nächsten Clip. Das ist jetzt noch die Anfangssituation. Gleichzeitig kann ich schon weiterreden. Also die Anfangssituation ist super locker. Da oben auf das, was wir da die Sonne nennen, konnte man verfolgen, wer wen scannt. Und gleichzeitig habe ich die ganze Zeit den Traffic der Telefone vorgelesen. Also sozusagen eine IP-Nummer, sends a packet zu einer anderen Nummer. Das ist natürlich Information, die erstmal nur wie ein Hintergrundgeräusch ist, die man überhaupt nicht wahrnimmt als echte Information. Sehen Sie auch da oben, da haben wir den Monitor gezeigt, dass das die Publikumstelefone sind. Also die eigenen Telefone der Leute hat zu dem Zeitpunkt natürlich gar niemand gewusst. Außer man kennt sich aus, man konnte es wissen. Es war sozusagen nichts versteckt, aber das Framing war noch nicht da. So. Ladies and gentlemen, can we have your attention, please? My bad acting. Willkommen im Herzen des Lichts. Dies ist das Feuer, das alles niederbrennt. Die zweite Ebene war eben eine Ebene des Storytelling. Chris und ich und Phil Hayes, ein dritter Performer, haben die Geschichte von Prometheus sehr lose, sag ich mal, erzählt. Die digitale Büchse der Pandora und verstärkt durch Videoeinspielungen manchmal vom jungen Steve Jobs oder Eric Schmidt oder die Tagesschau, die sich damals extrem auch mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also es gab noch verschiedene dokumentarische Einspielungen. Und die dritte Ebene war die, auf die es uns ankam, man kann sagen, die anderen waren sozusagen die Ablenkungsebenen, war die, dass die Hacker die gesamte Zeit über die Telefone des Publikums ausgelesen haben. Deshalb wurde überhaupt dieses QR-Code-Spiel erfunden, weil ein Telefon, was aus ist, kommuniziert nicht richtig. Also wir mussten die Zuschauer dazu bringen, dass sie ihr Telefon immer in Bewegung haben, daher gab es das Spiel. Die Informationen wurden gesammelt, aber darüber hinaus eben auch, was ein Telefon sowieso oder ein Smartphone immer kommuniziert. Das heißt, das Telefon, die Apps schließen sich immer wieder, die halten sozusagen Rückfrage und sagen damit, dass sie da sind. Wir konnten also sehen, welche E-Mail-Accounts jemand hat und welche Apps er hat, dadurch zum Beispiel, welche Zeitung Leute lesen, in welchen Netzwerken sie sich vorher aufgehalten haben. Bilder waren damals nicht verschlüsselt, die über Instagram reinkamen. Die konnten wir ausdrucken, auch zwei Drucker da, die haben Sachen ausgedruckt und dann immer irgendwo im Raum aufgehängt. Und also, we made just guesses. If two people scanned each other one after the other, we could just assume that they came to the theater together. And then eventually we would fold that into the piece. I guess you're going to talk about that now. Ja, das wollte ich nur sagen, dass diese Info natürlich dann wir angefangen haben in das Stück einzubauen. Und vielleicht können wir da eine, am Anfang war das eher so eine lächerliche Gedankenlesszene oder eine lustige, möchte ich sagen, nicht lächerlich, aber ein bisschen lächerlich ist sie auch. There's somebody out here who's
contact their Kellner tonight. Somebody's trying to send a message to their Kellner. And their Kellner, I know that your name is Peter. And Peter, I feel that you're interested in jazz and photography. And Peter, you're obviously a Twitter user. And Peter, I just wanted to let you know that there's somebody who's not here tonight who's trying to send you a very personal message. And they're trying to tell you that they're okay. So Peter, if you're here, that's for you. I'm getting an image of an old woman in a kitchen. That's my grandmother. No, it's not grandmother. I've got a message for the photographing. And photographing, I know that the name Boris has a very special meaning. Okay. Also am Anfang waren das so kleine Sachen und es war auch nicht ganz klar, was wir wirklich wissen oder nicht. Und ich möchte auch dazu sagen, wir haben die Telefone nicht gehackt. Ich meine, Angela hat vorhin auch drüber geredet. Das ist gerade, wenn man mit Hackern zusammenarbeitet, sind auch, oder die zwei, mit denen wir gearbeitet haben, die meisten sind super ethisch und wollen nicht, dass Leute wirklich im schlechten Sinne geoutet werden. Und das ist irgendwie die Schwierigkeit. Wie kann man sozusagen sagen, das ist real und es tut weh und es kann weh tun und deswegen müssen wir uns ändern, aber ohne jemand da ins offene Messer laufen zu lassen. Das heißt, wir wussten zum Beispiel, jemand hat einen GMX-Account, wir konnten aber die Inhalte überhaupt nicht lesen. Und ab und zu haben wir Leute gefunden, die SSL nicht gecheckt haben im Telefon, das heißt, deren E-Mails wir hätten lesen können und die wiederum wurden dann von den Hackern in unser kleines Safehouse geführt und es wurde ihnen geholfen, wie man das Telefon sicher macht. Also es ging nicht ums Outen, sondern um sozusagen ein Bewusstsein dafür, dass die Sache ernster ist. Ja, vielleicht nur jetzt ganz kurz, damit wir zum nächsten Stück noch kommen können. Also diese Informationen sind ins Stück mehr und mehr wieder eingeflossen, sodass, glaube ich, auch ähnlich, was Angela vorhin gesagt hat, die Schwierigkeit war dann zu denken, wenn Sie das wissen, können Sie auch, warte mal kurz, bitte, können Sie auch was anderes wissen. Und dann haben wir das kombiniert mit diesen Profilen, die sich die Leute gegenseitig erstellt haben, die natürlich fiktiv waren, also nur wie, ich gucke jemand an und denke, hat er Kontakte in den arabischen Raum oder nicht? So, und am Schluss des Stückes haben wir die echten Infos und die anderen zusammenkommen lassen und die auch alle ausgedruckt. Und das war sozusagen auch das, was die Publikum mit nach Hause nehmen konnte, ein Ausdruck all der Aktivitäten, die das Telefon hinter seinem Rücken in die letzten 70 Minuten gemacht hat. In the end, we just ended up building large databases of everyone in the audience that were kind of filled with information that either was kind of real, that came from the phone itself, or that we sort of generated on the spot or through asking these questions. The apotheker who is now in the house, the people in the house are people whose passwords were correct. Right? Now, it also seems like this person has a tendency fremd zu gehen. Right? Now, if there's anybody who should keep their password secret, anyway, it's the woman in the house over there, right? Ähnliches gilt für den Krankenpfleger. Der Krankenpfleger ist tatsächlich momentan die populärste Person im Raum und hat aber ganz klar auch eine Neigung dazu, fremd zu gehen. Und ist politisch aktiv, scheint politisch aktiv zu sein. Interessante Kombination. For someone who is fremd zu gehen, to also be politically active, that means it's a very easy way. That's our hacker, Nathan Fain. The apotheker who is now in the house. All right. So, in any case, so here we started to use the information to kind of play around how could you judge people and I don't know, segregate people. And then we made recently another piece called You Are Out There, and we were first interested in working with this, you know, same architecture that we would develop to make these smartphones work was a lot of work, and we still have this game and this kind of network, and you know, we travel with like people who fix servers and stuff like that, and then we wanted to use this more, but make a smaller piece, and we ended up deciding to make something that was based on the fact that nowadays everybody's constantly creating doubles of themselves. Either on one hand through all the kind of social media, on the other hand, every corporation that you do online business with is building a kind of profile of you to make you recommendations. They have to, in fact, make a model of you in some way.
And then, of course, there's the state in general, which has all the administrative needs. I have a passport and an Aufenthaltstitel and an Arbeitserlaubnis, and I have all these kinds of papers that allow me to do stuff that maybe stop other people who don't have them from doing things. And we wanted to... We have somehow the belief, and I think it's probably true, that these social media doubles and these administrative doubles are kind of squishing together. And it was this layer, this part of the infrastructure that we wanted to play around with. And so we started first with a very simple idea of making a Doppelgängergeschichte, like an old-fashioned kind of horror story. And I just play a little bit of that. It's a story of Alma Beckmann. I guess this piece, maybe I'll say really quickly, has three levels. There's the Alma Beckmann story. There's me as a kind of low-budget magician. I can't really explain why that is. And then we have one kind of tech support guy who then does some algorithmic analysis of the... What's the word? Let's see if something should happen. Good evening. By way of introduction, tonight's show is a show about doubles. Copies. Show about doppelgangers. There's just one little formality. Everybody got that? Okay? Agree. Automatic video recording activated. Plötzlich habe ich eine Notification erhalten, dass ich in einem Facebook-Beitrag markiert sei. Das war an sich schon ziemlich merkwürdig, weil ich seit Jahren niemanden mehr kannte, der überhaupt noch Facebook benutzte. Das Merkwürdigste aber war, dass ich keine Ahnung hatte, woher das Ding kam. I'm just going to let this play softly and explain a little bit more because we have to sort of speed up. There's a couple of things that go on in the piece. She's telling this story. At the same time, we've asked the audience comes in, and in the foyer, there are headphones. The audience has to get headphones. Usually, they... Weil die Show halb auf Englisch ist. Because the show, they think, or whatever, yeah. And of course, they leave something there as fand. Usually, it's their ID card. Later on in the show, maybe I'll just go to that quickly. They find out that there's nothing on those headphones, and it's all about us getting the ID cards. Ladies and gentlemen, your ID cards. This is a beautiful collection of faces and personalities. Just to have all of these in my hand gives me a kind of thrill. Yeah. And does somebody want to just hold the box for a second? And once we have these ID cards, anyway, we start to see what we can do with them, which was basically we have their address, their birth date, their name, of course, and I mean, you can just watch that as it's going on. We start narrow envelope, and you're sort of obliged to play that part, and we don't think that's really you. Yeah. I don't know if you feel like okay. This is you. So, or your name. So what we end up doing with these is basically building people new websites and Twitter accounts and Airbnb accounts. We start registering people online and with the idea that in times of alternative facts, you have to make alternative versions of yourself. Then I cut some ID cards in half. That's just a bad trick. But I like it. And then one other thing we do is we the IT guy that we work with, Nathan, photographs all the ID. I feel a little bit like those magic tricks where they cut a little bit in half. Photographs all the ID cards and has developed. But we did a little bit more than just compare your faces against each other to look for mystery. We also had our neural network machines look at three other categories. We had them to ask them to predict your age, and here you see it couldn't tell if this person was in their 30s, with a
high probability or their teens. We also asked it to predict your gender. Don't worry, the machines found the majority of you quite sexually uninteresting. We also asked it to look at something we call object ambiguity. Now, to understand this, you need to understand a bit of how an algorithm works. You see, when an algorithm looks at you, initially it doesn't know what you are. And to figure out what you are, it has to compare it with everything it's ever learned. It figures out that you're a person, not by having a perfect model of what a person is, but by knowing what you are not. And in the process of determining that, it creates a list of probabilities. And what you see here is that list of probabilities. For this person here, there was an 81% chance that they were a bow tie. So basically, we were trying to touch on these things, that these ID cards, this identification, not identity, but how you're identified, then could have some kinds of effect of segregation, of deciding who gets what. And that's sort of the idea of that thing. And so we've come to the end of our presentation. The one thing is that I think it's... this, like in the last show where you saw all the hackers on the table, and that we're constantly trying to see how much we can do with this information live in order to make the fact that this information even exists visible somehow. I guess that's how you might say what we're doing. Okay. Huh? Okay, vielen okay, yeah. Dank, Chris Conde, Christiane Kühl. Das ist eine Arbeit, die uns bei Theaternetz sehr inspiriert. Haben auch schon vorher mal angefragt, ob ihr vorbeikommen mögt. Jetzt seid ihr da, das freut uns sehr. Ich beginne ein bisschen aus Zeitgründen, damit wir auch noch Fragen ins Publikum öffnen können, gleich mit einer etwas provokanten Frage. Die Geschichte, die ihr uns erzählt habt, beginnt bei dem Moment, wo das Video performativ wird, wo das Video neue Räume kreiert, wo das Video nicht mehr nur statisch Einspieler sind, sondern wo man interagiert mit den Schauspielern, wo sich in gewisser Weise der Blick des Zuschauers ablöst, ja, so teilweise an die Technologie übergeben wird. Die Technologie, die Kamera übernimmt so ein bisschen die Blickfunktion. Das ist so die eine Stufe. Und jetzt kommt die neue Stufe. Da merke ich eigentlich als Zuschauer gar nicht mehr, was die Technik mit mir macht. Ja, ich weiß gar nicht genau, wo ich hingucken soll, weil plötzlich irgendwie in meinem Pass oder so dann die eigentlichen relevanten Informationen stecken. Erster Teil der Frage: Ist es eigentlich eine Geschichte der Entmachtung des Zuschauers, die ich da erfahre durch den Medieneinsatz? Und die zweite Frage, das ist ja ein wundervoller Claim da aus Anonymous P, auch wirklich etwas, was man erinnert, dieses die Dunkelheit ist das neue Licht. Ja? Also sei unsichtbar, geh ins Darknet, versuch deine Informationen, die du nach draußen sendest, zu verschleiern. Aber wie geht ihr mit dem Paradox um, dass ihr, um diese Message rüberzubringen, die Dunkelheit ist das neue Licht, eigentlich permanent den Zuschauer ins Rampenlicht zerrt? Oh, da kann gleich was kollabieren. Also wie geht ihr damit um, dass ihr den Zuschauer, sei es über die Bilder, sei es über Informationen, die ihr von ihm kriegt, ins Rampenlicht zerren müsst, um die Message rüberzubringen, Dunkelheit ist das neue Licht? That's a good question. The Entmachtung, you said Entmachtung. It's funny, I think that's part of the reason why We try and make everything that we're doing sort of as visible as possible. Christian is like the whole time in the last show Xeroxing the ID cards, and we maybe it's still Entmachtung. I mean, we are doing something with them, and I don't know exactly another way to do something with them. We always thought in this last show that we weren't doing something with you, but we were doing something with your administrative double. And in Anonymous P, we're not doing something with you, we're doing something with the traces and the tracks you leave behind. Which, in any ways, could be annoying, but I think the fact that we sort of make it all really super visible, the hackers were always on stage, you could always go up and ask them what they were doing. At the end of Anonymous P, everyone just sort of gathered around them and asked questions. Maybe it's still, I don't know what you think, but maybe it's Entmachtung, but also we give something back, I think. Yeah, vielleicht, ich würde eher zu antworten, das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben das Gefühl nicht, dass wir Leute schon gar nicht ins Rampenlicht zerren,
weil, wie Chris sagt, es wird immer mit etwas von dir gearbeitet. Du selber musst ja nicht nach oben auf die Bühne kommen oder so. Natürlich bezieht sich es trotzdem konkret auf einzelne Personen. Aber dass es um eine Offenlegung geht von etwas, was eh da ist. Und das ist, also du wirst halt permanent ausgelesen und nimmst es hin. Und wir wollen Situationen schaffen, wo du merkst, nee, eigentlich sollte ich das nicht hinnehmen, weil es ist peinlich. Also weil ich natürlich, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, nicht nackt dastehen möchte. Und dann geht es eher darum, was ich vorhin auch probiert habe anzudeuten, dass wie weit kann man dann gehen und oder nicht mehr gehen? Was sollte man nicht laut auf der Bühne sagen? Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich glaube auch nicht, dass irgendjemand unbedingt rausgeht aus unseren Stücken und denkt, er sei machtlos, sondern im Gegenteil, dass man merkt, aha, all diese Dinge werden gemacht, wir sind beteiligt. Das ist zum Beispiel bei Anonymous P ja auch super wichtig. Es geht eben nicht nur darum, dass die Bösen von oben gucken und dir die Sachen wegnehmen. Du verschlüsselst dein Telefon nicht, du kümmerst dich nicht darum, welche Apps du drauf hast und du machst, um Freibier zu kriegen, viele Sachen mit. Und das ist ja sozusagen dieser ganze Tausch der Datensache gegen Bequemlichkeit, gegen kleine Dinge bekomme ich. Also ich tausche meine Daten dafür, dass irgendwas sonst nett ist. Actually, I think one other thing. It's in Dead Cat Bounce early on, we didn't have real professional brokers on stage. It was clear that we were kind of beginners, like novices, and I think that lent something good to the piece because it gave across this idea, hey, you know, if these bozos can do it, so can I, or something like that. It made something, I mean, economics is a kind of language that we're actually not supposed to understand. It's made complicated, so we don't understand it. And we're sort of saying, hey, we can do this also. And I think in both Anonymous P and even when we start playing with the ID cards, we're saying, hey, look, I can do this, you can do it, or something like that. It's buried in there. Ich möchte Fragen fürs Publikum öffnen. Tisch. Also meine Frage wäre, wie geht ihr damit um oder fällt euch auf, dass da ein enormer Widerspruch drin liegt? Also die Ansage von euch und auch von Angela Richter zum Beispiel ist, dass es auf jeden Fall bedrohlich und schlecht ist, manipuliert zu werden, dass, wie du jetzt auch gesagt hast, in der Moderation das Publikum wird entmachtet, wäre auf jeden Fall was Schlechtes, was nicht passieren soll. Man sieht aber, das ist lustvoll, das macht Spaß und auch genau, wie du sagst, es ist die alte Zaubershow und die Lust an Kunst ist, entmachtet zu werden, ist es immer gewesen. Man will manipuliert werden, man möchte, dass jemand in die Gefühle hineingeht und jede Kunstform versucht, Gefühle auszulösen im Zuschauer und im Betrachter. Das ist der Genuss daran. Und das sehe ich auch genau in den Videos. Natürlich ist es ein großer Genuss. Oh mein Gott, jemand hat meine Daten und was wird passieren und was werden sie von mir sehen und wird es mir näher kommen? Ich habe vorher schon zugestimmt, dass ich es will, aber wird es auch passieren? Also es ist ein erotischer Kunstgenuss und das ist ganz klar, und das ist was Gutes und das ist das, was alle Leute wollen. Deswegen sind sie da, deswegen macht es ihnen Spaß. Und für mich widerspricht es komplett, diese moralische Ansage kommt mir so aufgesetzt vor. Es ist aber schlimm und lernt doch keine Apps zu haben. Für mich passt es eigentlich gar nicht zusammen. Aber ich glaube, moralisch sind unsere Stücke wirklich nicht. Also gerade dieses Börsenstück, das habe ich ja auch versucht zu erklären, ist eher so zu sagen, hey, wir sind, also bei allen Stücken geht es darum zu sagen, wir sind alle involviert und wir machen mit. Und an der Börse, sobald du selbst dein Geld laufen hast, spürst du, was für eine Erotik die Börse hat. Also Erotik ist ein großer Begriff, den habe ich, glaube ich, nur von dir jetzt aufgegriffen. Aber so, und aber man geht ja aus dem Theater wieder raus, ja, und irgendwie kühlt ein bisschen ab. Und ich glaube, dann fangen eben andere Denkprozesse an. Und es ist gut zu denken, wow, ich habe mich da ganz schön reinziehen lassen. Will ich das wirklich oder nicht? Also wir haben ja immer Publikumsgespräche, wenn wir Aufführungen haben. Und viele Stücke hören auch sozusagen nicht auf, auch Anonymous P nicht. Da gibt's, also wir teilen einfach die Profile aus und bleiben im Raum und kommen in Gespräche. Ich habe nicht das Gefühl,
dass sich da weder Leute komplett entmachtet vorkommen, noch das Gefühl haben, dass wir so moralisch sind, aber in Wirklichkeit sie ins offene Messer laufen lassen. Also es gibt so eine latente didaktische Ebene, würde ich sagen, eben in dem, was du angesprochen hast, dass man bewusst macht, einer der Kernbegriffe dieser Konferenz wird jetzt Rahmung, ja? Dass man bewusst macht, wie Technologien oder wie Apps uns rahmen, wie unser Verhalten rahmen. Und in der Hinsicht ist es ja schon ein sehr aufklärerisches Projekt, also unabhängig davon, dass es natürlich auch Spaß macht, da bei euch mitzuspielen. Trotzdem nochmal vielleicht reingegrätscht, wenn wir schon bei Moralfragen sind, auch Angela Richter hat vorhin gesagt, naja, bei dieser Pornografiefrage, da hat man dann eher so gesagt, na, so low wollen wir nicht werden. Gibt es eigentlich sowas wie einen ethischen Kodex oder so, den man sich auferlegen muss jetzt mit diesem neuen digital gesteuerten interaktiven Theater, was einfach schlichtweg viel, viel mehr Möglichkeiten hat als das klassische repräsentationale Schauspiel, auch wenn es interaktiv war? Ob der Grenzen sein muss? Ja. Also ob ihr so ethische Erwägungen mitspielen? Nee, aber die Grenze ist natürlich, was passiert im Theaterraum und was geht raus aus dem Theaterraum. Und das ist ein Problem bei unserem neuen Stück, was eigentlich viel klassischer ist. Ihr seht, also es gibt einen roten Vorhang und eine Bühne und das Publikum sitzt und wir sind auf der Bühne. Also, und dass wir deren Pässe haben, finde ich, ist total egal. Was ist, also sozusagen, da wir ihn nicht zerschneiden oder weggeben, da sehe ich, wie jemand heißt und wo er gemeldet ist. Aber sozusagen, das da sehe ich da vorne und gebe es zurück, da passiert nichts. Aber wenn wir den Leuten, das war natürlich für uns auch eine große Frage, dass wir den digitale Doppel anlegen. Im Stück begründen wir das mal. Also begründen wir das insofern, als dass wir sagen, sozusagen der Twist in dem Stück ist zu sagen, hey, multipliziert, ich werde viele. Du kannst deinen Doppelgänger nicht umbringen, das lehrt die Literatur. Immer wenn du einen Doppelgänger tötest, ist es Selbstmord in den ganzen alten Geschichten. Und wenn du heute all deine Links cutten würdest, könntest du dich nicht mehr bewegen, das passiert dieser Figur, die kann nicht mehr reisen, weil ein Pass nicht mehr genügt. Auch die Social Media Accounts muss man jetzt ja vermutlich bald in den USA angeben, also sozusagen das ist die fiktive Geschichte. Und deswegen sagen wir dann, vergiss das mit dem Doppelgänger umbringen, verdoppel dich, das ist der einzige Weg. Ja, du musst viele werden, dann kann dir niemand mehr folgen, dann kannst du die Oberhand behalten, weil du der Einzige bist, wenn überhaupt der noch sagen kann, wo es lang geht. Und so legitimieren wir, dass wir den Leuten Accounts anlegen. Die sind aber tatsächlich draußen. Ich meine, die löschen wir danach. Aber es ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was wir im ersten Stück gesagt haben. Also wo der Schlussmonolog ist, also gesagt, ist immer Fiktion, ja? Aber da sagt die fiktive Christiane, I'm going dark. Ich mache das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ich habe zwei Computer, einer geht nie online. Ich gebe meine Kamera ab. Also gibt eine ganze Verhaltensliste, was man machen soll, um nicht da draußen zu sein. Und in You Are Out There bringen wir Leute nach draußen, denn das Netz vergisst nicht, auch wenn ich dieses Foto jetzt nur für 24 Stunden da habe und es wieder runternehme, ist es da. Yeah, das ist tatsächlich ein Problem. That is a weird thing, and we're still not sure if it's a good thing that we do. We had two problems. Once we made a Twitter or a website for somebody who was a little bit upset, but it was good-natured about it afterwards, because he had done everything possible to never be online, and we made him online. And then more was a girl. Das war mein Albtraum. Also, dass jemand genau kommt und weil ich sagen musste, du hast völlig recht und ich kann jemand, das ist ja eine Form von, also jemand entscheidet sich für was und ich vergewaltige ihn, ja, indem ich ihn in dieses System rausbringe. Der war glücklicherweise, hat er nur gesagt, nö, ist wie eine Wette, 20 Euro verloren haben. Also war so für ihn, ich wollte es eigentlich nicht, aber jetzt, yeah, so tut es mir nicht weh. We have to think about that a little bit more. And then there was a young girl who was very upset, and we thought also maybe she's someone who doesn't want to be online. It was just the opposite. She was someone we could find out, because we could also we could find her. She was everywhere, and she was, I think, upset that we were sort of polluting her stream, more or less. And so, because we were adding this other layer, this thing that she couldn't control. So that, yeah, maybe that's a, I don't know. I mean, we think about this, and I don't have a good answer how morally correct or incorrect it is. But except for the fact that it's what happens all the time, which doesn't make it right, of course, but. Holger Seim. Hallo, ich an? Ja. Ich habe eine Frage zur Form. Also das, worüber ihr jetzt hier gesprochen habt, da geht es um Ethik und es geht um das, was das Publikum so richtig an konkreten Lebensratschlägen mitnehmen kann vielleicht. Aber also gerade jetzt bei diesem letzten Stück, das hat ja eine sehr komplexe ästhetische Form auch. Und was ist
was ist die Rolle der Ästhetik bei euren Projekten? Also warum sieht das so aus, wie es aussieht? Und was transportiert da das, was, weiß nicht, eine Vorlesung oder irgendein interaktiver Workshop oder so eben nicht transportieren kann? The concrete answer to that question is that these two screens side by side are simply a copy of a TV show, Black Mirror, where there was a scene that where the guy is stuck in a little LED room. And that, for me, is just a video maker, was kind of fun to work with. If you see the whole set, it is this kind of little box inside. I keep dropping everything. Box inside of what seems to be more of a work room, say. And everything that we've done, maybe up to this piece, has been really in a kind of workroom situation. Again, like the first thing, Brace Up, where I was on stage mixing the video, for me, I think it's just the way, I don't know, for me, one thing, it's the way I am, but I don't know. But it seems if the world we're talking about is one that's kind of completely abhängig on technology, then to make that part of the piece also seems appropriate, I guess. Answers all your questions, but. Ja, beim ersten Stück, also nicht ersten Stück, dieses Anonymous P, das war eine sehr offene Bühnensituation und das hatten wir vorher nicht gemacht, fanden wir aber auch super. Und natürlich hat das inhaltlich viel damit zu tun, zu sagen, also ihr seid alle frei, ihr könnt alle machen, was ihr wollt. Es gab auch eine Bar in dem Raum, man kann was trinken. Also es war notwendig für uns, die Leute in Bewegung und wach zu halten. Und andererseits aber spielt das natürlich auch mit den kleinen Bühnen. Es ist so wie, hier ist Performance und da kannst du was angucken und da ist ein Haus. So ist eben die Situation, würde ich sagen, in der wir uns ja oft befinden. Da ist was los und da ist was los und ich kann da hin und ich kann mich da hinsetzen. Da ist jetzt langsam auch was los und zwar auf der Treppe. Da kommen die Leute aus dem Nebenraum schon zum Mittagessen. Das heißt, wir stehen ein bisschen weiter hinten in der Schlange. Aber wir haben jetzt nothing eine Stunde. Gonna be nothing left to eat. Aber dafür haben wir Food for Thought gekriegt und haben auch eine gute Stunde Zeit, bis es um 15 Uhr weitergeht. Und der Raum ist da für die Gespräche in der Pause und für weitere Fragen an Christiane Kühl und Chris Kondek. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Applaus